fange heute mal mit einer kleinen, wie nennt man das, Tierlist, mit einer Tierlist an, da mein Game, was ich heute spielen wollte, noch ein bisschen braucht. Fangen wir heute mal hiermit an. Wir machen so ein, ja, Tierlist nennt sich das, ist halt hier, oder auch auf der Website Bracket Files. Und ja, hier so auswählen. Auch Minecraft Entities bis zur Version 1.16.2 Bracket Files. Jetzt müssen wir hier, das geht ganz einfach, diese Tierlist einfach mal auswählen, welcher ist besser. Und dann wird sich entschieden und am Ende haben wir hier in der Mitte den Gewinner stehen. Okay, willkommen zurück zu einer neuen Tierlist, einem neuen Tierlist-Video. Da fangen wir an, alle Minecraft Entities bis zur Version 1.16.2. Da haben wir hier ich weiß den Namen leider gar nicht, ich meine, das hier, dieses Feuerdings, dieses, irgendwas mit L war es, glaube ich, irgendwas. Lore war es nicht, aber irgendwie auf jeden Fall besser als das, der Ertrunkene. Das war der Ertrunkene. Katz oder Spinne? Okay, ja, Eigentlich schon Katze, aber die Spinne ist halt Wesen. Okay. Discord nicht gemutet. Spinne ist halt wesentlich wichtiger für die gibt die. Ich bin kein großer Spinnenfan, aber eine Spinne gibt halt Fäden, die man für einiges braucht. Also würde man eine Spinne nehmen. Ja, Mini. Oha. Ich wollte gerade sagen, Creeper, jeder hasst sie, aber. Uff, ich sag mal, Mini-Zombie auf Huhn rettend, das ist ja noch mehr Hass. Creeper, was wäre Minecraft ohne Creeper? Das ist ja wirklich. Oh, jetzt stellt er mich wirklich vor Schwierigkeiten. Also schwierig ist eigentlich gar nicht. Scharf. Ich werde bekloppt. Kuh oder Huhn? Meine Fresse. Verzeihung. Genossen habe ich. Kuh oder Huhn? Das ist, ich glaube, die Kuh hatten wir erst letztens in Minecraft. Kuh gibt Leder, das ist halt eine wichtige Lederspendierung. Und das Huhn, ja, es gibt Eier jetzt. Und gibt Federn und so. Ja, die Kuh würde ich als wichtiger bezeichnen. Fischchen, weiß nicht, welcher Fisch das ist. Und Delfin, das ist der Delfin natürlich wichtiger. Oh, Enderdrache oder. Das Fischchen hier. Enderdrache. Fuchs natürlich. Fuchs oder Biene. Die Bienen, die sind sowas von. Fuchs eigentlich auch, aber Fuchs ist süß. Und Bienchen, ja, das Bienchen, die bringen nichts. Irgendwie nicht wirklich. Ja, ein Honigfarben vielleicht ein bisschen, aber ich nehme den Fuchs. Oh, Enderman oder. Nicht angucken. Enderman oder. Ich glaube, Wächterfisch ist das. Ich nehme den Enderman. Ja, natürlich. Lama oder Schleim? Oh nein! Nein, ich will nicht das Lama auswählen. Aber Schleim ist schon ziemlich gut. Ich nehme das Lama. Sorry, Schleim. Okay. Ein Wildschwein und ein Pferd. Das Pferd ist natürlich besser. Okay. Neverblock. Nehmen das oder sowas in der Art. Nehmen wir das hier. Schwein oder Schaf? Also das Schaf ist wirklich nutzvoller. Sorry, Paluten. Sorry, Paluten für das. Aber das Schaf, die Wolle, das könnte man nicht drauf verzichten. Oh, die Mushroom-Kuh. Unbedingt. Oh, Guyana. Das Silberfische, wer braucht denn Silberfische? Sind das Ding gewesen? Händler, Lama. Oder ein Viech, was ich noch nicht kenne. Was mir nichts sagt. Ah, der Zauberer. Oder. Magier und hier noch irgendwas, ja, keine Ahnung, kenne ich nicht. Golem oder Schneemann? Nein, Golem natürlich. Hier haben wir ein Netherwesen. Hier haben wir ein Squid. Ein Squid. So. Hier wird die nächste Runde festgelegt. Okay, wird schon. Für mich festgelegt, weil es keinen Partner dafür gibt, weil es kein. Okay. Ist natürlich seltsam. Okay, jetzt habe ich mich für den
in der nächsten Runde Gast. Also weil ich mich ja schon entschieden habe hier, okay, da gibt es kein Dings. Okay, jetzt haben wir als nächstes den Enderman gegen das Lama. Da muss ich mich schweren Herzens für den Enderman entscheiden. Okay, das Pferd wird ausgewählt, das Schaf wird ausgewählt, die Kuh wird, okay. Das Finale entscheidet sich von selbst, muss nicht viel klicken. Ja, okay, ja, ist ja voll. Keine Frage. Eisengolem. Okay. Ja, das natürlich. Die Spinne kann weg. Böse Spinne. Oh, Creeper oder Kuh. Die Kuh ist natürlich nützlich, aber ehrlich, ja, jeder hasst ihn, den Creeper, aber was wäre Minecraft ohne die Creepers? Die eher müssen wir. Dann wird es wahrscheinlich gewinnen. Ender Drache oder Delfin. Ja, sorry, Delfin. Fuchs oder Enderman. Oh, das tut mir leid für den Fuchs, aber das ist, Enderman finde ich schon geil. Das finde ich, find ich schon nicht schlecht. Gefällt mir, habe ich wirklich. Das Enderman finde ich sehr schön in Minecraft. Auch wenn sie einem immer Angst machen. Ich bin Enderman-Fan. So, hier natürlich das Pferd. Die echte Kuh, nämlich das Pferd. Die Onguiana natürlich. Eisengolem. Was sonst? Okay. Ja, ich sag's doch hier, der Creeper wird's gewinnen. Du, Enderman gegen Enderdrachen, okay. Das ist der Enderdrache. Ja, sorry, aber das ist der Enderdrache natürlich besser. Schaf oder Pferd? Schaf. Pferd ist zwar als Fortbewegungsmittel und so weiter ganz gut, aber Schaf, das ist nützlicher. Ja. Sorry, Uruyan, aber in dem Eisengolem. So, Creeper oder Enderdrache? Ja, Creeper. Creeper ist wichtig. Und da findet der Schaf auch wichtig. Das ist so Schafe, so wichtig. Und hier Creeper oder Schaf. Und was würde Minecraft. Oder Schaf, also Schaf, das Schaf ist schon verdammt wichtig. Das wird so langsam eng, das ist hier wirklich. Schon final, halbfinale Entscheidung. Ist ja wirklich Schaf oder Creeper. Ich würde Schaf nehmen, sorry Creeper, aber das ist halt wirklich. Ich könnte mir durchaus auch Minecraft ohne Creeper vorstellen. Wäre zwar nicht dasselbe, aber ohne Schaf, ohne Wolle. Müsste man halt irgendwie Rumwolle anpflanzen und so, aber das ist, ja, wäre auf jeden Fall nicht dasselbe Schaf schon. Verdammt wichtig. Jetzt haben wir Gast oder ich glaube, das habe ich mal gesehen in Minecraft für die Switch. Und das Gast auf jeden Fall. Hase oder Eisbär? Die Hasen sind generell ziemlich nutzlos, habe ich das Gefühl in Minecraft. Also der Eisbär. Schildkröte oder Hase? Also noch ein anderer Hase. Ja, Schildkröte natürlich. Das Name ich jetzt nicht genannt kann oder die Box. Schon sagen, Skelett oder Oha. Wie hieß das? Weather. Ich glaube Weather Schädel hieß das irgendwie so irgendwas in der Art. Sorry, dass das jetzt nicht drin haben. Bundi natürlich. Hexe. Natürlich. Oh, das ist der Uruguayaner. Okay, das war ein anderer. Das war nicht der Uruguayaner, das war nochmal ein anderer Wächter. Hier mit Armbrust. Ah, hier, das ist der originale Uruguayaner. Ein Zombie natürlich. Und der Villager. Der Arbeitslose natürlich. Wegen wir mehr. Ein großes Hustbind wieder. Esel und Panda? Was gibt's? Panda natürlich. Papagei. Ozelotte? Oh nein. Okay, was auch immer das andere war. Skelettpferd. Skelett auf Skelettpferd oder Skelett auf Spinne? Haben wir Spinnen nicht schon drüben hier? Die doppeln sich Sachen. Spinne war doch hier schon. Ja. Ja, Spinne. Ah, das war eine andere Spinne wahrscheinlich. Ja, Skelett, auch wenn sie mal nerven. Okay, hier wird schon mal ein bisschen was vor Auswahl getroffen.
Okay, Oguyana oder Zombie? Die Oguyana sind schon stärker, würde ich sagen. Die Diener ist schon heftig, aber ohne Zombie. Ja, sorry, aber Zombies sind wichtiger fürs Spiel. Aha, da wird entschieden. Eisbär oder Garst? Garst natürlich. Okay. Den kenne ich leider gar nicht. Ich hätte den wirklich auch. Das ist ein starker Gegner. So viel weiß ich. Schildkröten, was tun die? Naja, das ist jetzt hier so dolle Huste. Muss man einen Schluck trinken? Ich weiß echt nicht, was los ist. So, hier müssen wir mal den natürlich nehmen. Oh, Zombie versus Hexe. Die Hexe, da kann man schon gerne mal verzichten. Lieber als die ganzen Zombies hier. Das sind schon heftig nervig, die Zombies. Hexen sind auch ziemlich nervig. Ja, Zombie. Ich gehe jetzt nach der Wichtigkeit fürs Spiel, wie gesagt, wenn man da, wenn man sie brauchen würde. Ja, der Villager natürlich. Der Papagei, den finde ich besser. Skelettpferd nehmen wir hier. Skelett natürlich ohne Spinne. Also jetzt haben wir Garst, wie ist das Dings? Nein, wir den Garst natürlich. Hier haben wir Weather, oder wie der heißt. Den Zombie. Ja. Villager. Natürlich. Und das Skelett. Okay. Ja, sorry, Garst. Nicht weinen. Ja, der Villager natürlich. Das wären wir ohne Villager. Und hier muss der Villager, hier muss man den Villager nehmen. Okay, jetzt haben wir Schaf gegen Villager. Sehr schön. Schaf gegen Villager. Ich würde sagen, der obdachlose Villager, den kann man schön versklaven, kann man schön bei sich einsperren, kann man schön zu einem. Schaf ist schon verdammt nützlich. Das ist schon, ist auch wirklich. Es tut mir wirklich weh. Das ist schon wirklich schwierig. Schaf oder Villager? Die Villager sind die armen Leute, die man immer ausbeutet, immer da denen alles wegnimmt. Tja, die Dörfer, das ist, da bauen sich alle sorgfältig ein Dorf auf und dann kommt da einer hin und klaut ihnen das ganze Dorf unter den Füßen weg. Als wir gut machen, wenn man den Villager. Ja, Schaf ist auch ganz wichtig. Am Village, den kannst du dann auch Jobs geben in deiner Stadt und kannst die bei dir, also Obdachlose, kannst du halt wirklich dort versklaven und dort in deinem Dorf dann den Händlerjob geben und so weiter. Also, ja. Obwohl den Händler vielleicht, ja. Wir haben uns für den Villager entschieden. Hier können wir nochmal downloaden. So sieht es am Ende aus. Der Villager hat's gewonnen. Hurra. Gleich nochmal auf Twitter teilen.